Aktuelle Einnahmen von Monte gibt es, aber was viel aktueller ist, ich verlasse Hertha BSC von Elias Kürnwürz an. Das Announcement. Ich bin ganz ehrlich, Chat, ich wusste das schon vorher. Ich wusste das schon vorher. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Inside-Information für mich hatte, aber ich habe es keinem gesagt. Richtig korrekt von mir. Digga, wem soll ich das sagen, Digga? Was wäre das für ein Weird Flex? Ich weiß, dass Elias geht. Ist kein Cap. Das ist kein Cap. Okay, let's go. Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, Leider ohne Chat drinne, ne? Ich hätte gerne den Chat drinne. Ah, zu leise. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie das zustande kam. Viel zu leise. Hilfe, Junge. Ich habe es komplett falsch gemacht. mal, dass es um was sehr, sehr Ernstes geht. Weiß auch nicht genau, wie ich es anfangen soll. Wird wahrscheinlich im Lauter Titel geht nicht. stehen, aber Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist Freunde, oder so. ich bin nicht mehr bei Hertha BSC. Also, ich bin Content Creator mehr. Die Wege haben sich getrennt und ich werde euch jetzt erzählen, wie das alles so zustande kam, was die Gründe waren, wie es weitergeht, werde ich noch nicht sagen. Da wird im September dann dazu mehr kommen. Aber ich fange einfach mal an, Freunde. Falls ich den Faden verliere, ich rede Ich sage, er wird Content Creator von seiner eigenen Fußballmannschaft. hier jetzt einfach drauf los, um das zu erklären, damit auch jeder da draußen weiß, den es interessiert, warum es dazu gekommen ist und wie es dazu gekommen ist und ja, dass ihr da einfach mal einen Einblick habt. Ich habe immer euch alles erzählt und bin sehr offen mit allem umgegangen und das werde ich auch nicht ändern und deswegen erzähle ich jetzt einfach mal, wie es so, was, wie ich mich fühle und was so passiert ist einfach. Also, um es erstmal vorwegzunehmen, wir sind in sehr, sehr guten auseinandergegangen, Hertha und ich. Da gab es keinen Streit oder kein Beef oder sowas. Also, wir sind sehr, sehr positiv auseinandergegangen. Das kann ich. Okay, positiv. Ich denke mal, es ging ums Finanzielle, ne? Ihr müsst euch vorstellen, Jungs, Elias hat unnormal gute Zahlen. Also jetzt, kann man das sehen? 6 Millionen Views, letzten 30 Tage. Und er hat, glaube ich, auch nicht so viele Videos rausgehauen. Und das in so Ende FIFA. Guck mal, ich lade jeden Tag ein Video, oder? Fast jeden Tag ein Video hoch. Und habe 2,5 Millionen. Das ist auch krank. Das ist krank. Also, ich bin dafür auch dankbar. Das machen wenige FIFA-Kanäle, viele FIFA-YouTuber hören auch einfach auf und lassen deren Kanal aussterben. Deswegen, ich bin ganz ehrlich, Chat, Elias hat den Markt übernommen und das Ding ist, Hertha kann das auch nicht vernünftig zahlen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Die können das nicht tragen. Locker nicht. Die können dem nicht so viel bieten. Weil ihr müsst euch vorstellen, Hertha hat auch voll den Hype durch ihn bekommen. Also viele lernen den Verein kennen und so weiter. Weg sagen, wir sind auch alle, wir kennen uns ja schon extrem lange, Freunde, Hertha und ich. Die waren ja die ersten, die mich überhaupt kannten, so. Also bevor ich meinen ersten Abonnenten hatte, haben die Männer mich schon unterstützt und da bin ich dir noch sehr, sehr dankbar. Und ja, ich fange mal an. FIFA 18 war das, glaube ich. Da hatte ich mich ja qualifiziert für die Championship-Aktion da in Barcelona und da wurde, habe ich dann ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht, wo Ah, okay, war. erzählt jetzt, wie er damals zu Hertha gekommen ist. Okay. Bei einer Agentur. Die Agentur hat mich zu Hertha gebracht und dann habe ich das erste Turnier für Hertha BSC sozusagen gespielt. Und ja, Freunde, das war für mich eigentlich so echt ein Traum, muss ich sagen, dass ich für Hertha PlayStation spielen kann, weil ich ja auch aus Berlin komme. Ich lebe mein ganzes Leben hier, bin jetzt 23 Jahre alt, bin absoluter Berliner, war auch immer schon so Hertha-Fan. Jetzt kein Ultra, muss man dazu auch sagen, aber schon, ich würde mich schon so als Fan betiteln und das wurde noch intensiver, als ich halt mit Hertha dann zusammengearbeitet habe. Lange Rede, kurzer Sinn, war dann Ja bei Hertha. klar, man wird ja auch irgendwo Fan, wenn man, das ist ja wie wenn du ein Fußballspieler bist. Wenn du einen Verein wechselst, wirst du ja auch kranker Fan. So, wisst ihr, wie ich meine? Unter Vertrag, Freunde, und die Männer haben an mich geglaubt. Und da bin ich denen auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir überhaupt die Chance gegeben haben, dass ich mich da entwickeln konnte. Haben mir auch sehr geholfen. So Social Media technisch waren wir uns manchmal ein bisschen uneinig. Also, die haben gesagt, lösch den Post, lösch das. Ich meinte, komm, das ist doch lustig. Und dann haben sie auch irgendwann verstanden, okay, so, das bin ich halt und haben mich einfach machen lassen, ohne dass ich jetzt übertrieben habe. Und haben mich wirklich auf diesen ersten Wegen sehr, sehr unterstützt. Und das werde ich nie vergessen. Natürlich habe ich auch Benji sehr unterstützt, hat mir auch sehr viel geholfen, der in der Zeit auch bei Hertha war und haben mir so. Boah, Benji macht gar kein FIFA-Content mehr, ne? 0,0, Alter. Das ist krank. Das ist wirklich gestört. Der ist komplett von FIFA runter. Klar, der ist umgezogen jetzt und so, ne? Aber, boah, ich bin gespannt. Also, ohne Spaß, ich habe immer so gerade so ein bisschen Auge auf Benji. Weil ich will auf jeden Fall so. Ich hätte auf jeden Fall Bock, dass er wieder so Dingens bringt und so weiter, FIFA. Aber momentan bringt er halt nur noch Vlogs. Aber es scheint in Ordnung anzukommen, so, wenn man das mal vergleicht mit den FIFA-Videos. Hier so 25k, 35k. Kommen die auch ungefähr gleich an. Ist ja auch nice. Nice Gefühl bestimmt. So, ich wünsche ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Ja.
den Anfang halt ermöglicht. Aber was ich dazu sagen will, ist, ich bin nicht da, wo ich jetzt bin, wegen Hertha, sondern durch sehr harte Arbeit. Wirklich, ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, um das mal so zu sagen. Ich habe da meine Videos geschnitten im Hertha-Raum. Ich war ja, da gab es ja so einen Raum, wo ich da meine Videos gecuttet habe, bis 6 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Ich habe 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden für ein Video gebraucht, um das zu schneiden. Und es wurde auch noch richtig schlecht, weil ich damals niemanden hatte, der das für mich schneidet. Und schreibt immer noch meine Videos selber? Kurzer Applaus im Chat. Da muss man mir auch auf der Schulter klopfen. Auf die Schulter klopfen. Ich könnte jetzt locker auch irgendwen schneiden lassen. Aber Real Talk, ich fühle mich da nicht so krank wohl. Ich fühle mich da wirklich nicht so krank wohl, wenn einfach irgendwer anders für mich schneidet. Vor allem, da musst du auch Vertrauen haben. Der muss auch wirklich das dann regelmäßig bringen. Digga, ich hatte schon gefühlt 3 Cutter und am Ende alle rausgeschmissen, sag ich, also nicht rausgeschmissen, aber der eine ist dann selber, meinte dann, ja, habe ich doch nicht erwartet, dass das so schwierig ist, weil ich mache ja auch Daily Content, der andere hat dann so, ja, hier habe ich mal das Video nicht, hier schaffe ich nicht und so, denn am Ende kannst du dich nur auf dich selbst verlassen, aber vielleicht kommt ja irgendwann ein kranker Cutter dazu, ich will's hoffen, aber ich habe gemutet. Und danach noch weiter trainiert, viel. Ja! Der Chat funktioniert wieder. Let's go. Zu bringen. Sie haben mir den Anfang ermöglicht, aber was ich daraus gemacht habe, ist eigener Verdienst. Das möchte ich so ganz klar unterstreichen. Also, weil es wird jetzt ein paar Leute geben, die sagen, oh mein Gott, du gehst, sei doch mal dankbar. Die haben dir alles ermöglicht. Die haben mir den Anfang ermöglicht, aber was ich daraus gemacht habe, ist eigener Verdienst. Und ich erzähle euch jetzt auch, wahrscheinlich interessiert es die meisten, warum ich überhaupt gegangen bin. Also, viele denken jetzt... Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sagt er, viele denken wegen Geld. Und ich habe ja auch gesagt, dass Hertha sich Elias nicht mehr leisten kann. Mal gucken. Wahrscheinlich Geld spielt da die Rolle, um es vorne wegzunehmen. Geld hat gar keine Rolle gespielt. Ich gehe. Echt? Boah, Digga, jetzt muss er mich überzeugen. Gleich nochmal auf Einzelheiten ein, dann werdet ihr das verstehen. Ich muss ein bisschen weiter zurückgehen. Ich muss ein Jahr zurückgehen, damit ihr das versteht. Letztes Jahr hatte ich schon, Freunde, letztes Jahr ging es bei mir wirklich bergauf in FIFA 20. Da habe ich innerhalb ein Jahr, glaube ich, über alle Kanäle eine 500.000 Follows gemacht. Und das war schon zu dem Zeitpunkt extrem gut so in der FIFA-Bubble. Und da habe ich echt schon sehr, sehr gute Angebote letztes Jahr. 500.000 Follows? Meint er insgesamt über alles wahrscheinlich, ne? Er meint wahrscheinlich generell 500.000 Follows insgesamt so zusammengesammelt. Mit Insta, YouTube, Twitch, Twitter und so. Ja, muss ja. Das muss er damit meinen, 500.000. Das Jahr bekommen von diversen Vereinen, von sehr vielen Organisationen. Und warte, was? Da habe ich echt schon sehr, sehr gute Angebote letztes Jahr bekommen. Ah, letztes Jahr hat er schon bessere Angebote bekommen, theoretisch. Von diversen Vereinen, von sehr vielen Organisationen. Und die haben mir wirklich verrückte Angebote gemacht, die ich so noch nicht kannte. Also wir reden hier wirklich von 6-stelligen Beträgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ab 10.000. Ja, krass. Ja, krank. Wirklich gestört. Fürs FIFA spielen oder Content machen, auch so mit eigener Wohnung und eigenem Wagen und so. Also wow, mit eigener Wohnung und eigenen Wagen, aber 100.000, hat er 100.000 gesagt? Ah, als er 100.000 Follower bekommen hat, über YouTube. Ah, das meint ihr jetzt? Jetzt verstehe ich's. Oh nein, 100.000, aber doch nicht monatlich, oder? Nein, monatlich? Monatlich? Ich sage euch ganz ehrlich, Chat, ich habe bei einem Management unterschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, ich sag's jetzt mal nicht, ich will jetzt keinen irgendwie, ich habe bei einem Management unterschrieben, das ist auf jeden Fall wichtig, die werden das dann irgendwann posten, die Tage, ich habe mich für dieses Management entschieden, weil ich mir denke, das ist ein sehr, sehr gutes Management. Dann gab's aber auch ein Management, was mir eine Mail geschickt hat und wollte, dass ich bei dem Management unterschreibe, und ein Management ist ja dafür da, dir quasi Sponsoren zu klären, Sachen für dich zu organisieren, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich habe die Idee, könnt ihr mir da helfen, dies, das, Ananas, da sind die dann hinter dir quasi. So, müsst ihr euch das vorstellen. Und die haben mir für meine Unterschrift, für deren Management-Dingens, 2.000 geboten. Ja, da dachte ich mir auch erstmal so, krank. Also 2.000 Euro haben die mir geboten dafür, dass ich nur bei denen unterschreibe. Dass die dann quasi so mein Management sind. Was die sich erhoffen, die kriegen natürlich dann Anteile von den Partnerschaften und sowas. Das kriegen die dadurch. Aber es ist krass. Es ist wirklich krass. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass irgendwann irgendwer mich managen will und mir dann so viel Geld auch noch dafür bietet. Aber ich habe es nicht angenommen. Weil ich fand das andere Management einfach besser. Ich habe es nicht angenommen. Es schmeckt nicht. Ich habe es nicht angenommen. Tut sogar weh. Wisst ihr, wie ich meine? Für die andere Unterschrift habe ich keinen Cent gesehen. Ich habe die Dinge aber abgelehnt, weil ich meinte, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht auf Geld aus bin. Klar, wenn ich jetzt sagen würde, Geld ist mir egal, dann
dann würde ich lügen. Aber ich hätte schon so viel mehr Geld verdienen können, indem ich einfach verrückte Placements annehmen würde, wenn ich hier irgendwelche Spiele spiele im Stream und dafür dann 20.000, 30.000 bekomme oder irgendwelche Feedposts mache oder sowas. Sowas mache ich ja nie. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass Geld mir in der Hinsicht scheißegal ist, weil ich da eher versuche, meine Community nicht abzufangen. Klar, paar Placements mache ich auch und mache hier auch mal Werbung, aber ich denke, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich da in der Hinsicht auf Geld verzichte. Und so war das auch bei Hertha. Hertha hat mir ein viel, viel schlechteres Angebot gemacht. Wirklich, ich glaube, ich hätte woanders... Ich sag euch ehrlich, Chat, ich habe bisher das ein oder andere Placement bekommen. Ich habe auch schon sehr viele abgelehnt. Aber ich habe auch schon ein Placement angenommen, wo ich im Nachhinein gesagt hätte, boah, ich hätte das eher nicht angenommen. Weil so im Endeffekt, Jungs, ihr müsst euch vorstellen, ich war ja komplett alleine. Ich habe gar nichts gehabt und so. Ich habe eine Mail bekommen. Das war so einer meiner ersten Placements. Ich dachte mir so, oha, boah, Digga, die geben ja unnormal viel. Wisst ihr, wie ich meine? Es war jetzt auch nicht krass Schlimmes. Ich will jetzt nicht sagen, was. Wir haben uns letztens nochmal angeguckt gehabt. Und, jetzt hätte ich es niemals. Aber erstens, ich habe auch viel weniger genommen, als ich hätte bekommen können. Also ich hätte aber einfach direkt gesagt, ja, okay, kann ich machen. Und zweitens, das hat einfach nicht gepasst so auf meinen Kanal. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass das in Zukunft nicht so sein wird, dass ich einfach irgendeine Scheiße annehme. Außer die sagen 1 Million. Hey, jeder hat seinen Preis, yo. Das Dreifache bekommen. 1 Million. Und meinten aber auch, Eli, wir haben das Budget und wir würden dir auch gerne mehr geben, aber es geht nicht. Und ich habe letztes Jahr gesagt, wisst ihr was, Jungs, ich fühle mich hier super wohl. Ich habe extrem viel Stress wegen den ganzen Firmengründungen und ich mache das gerne. Ich mag euch hier alle bei Hertha und wisst ihr was, ich nehme das Angebot an, obwohl ich wirklich fast das Dreifache woanders verdient hätte. Und das habe ich aber Hertha auch gesagt. Ich habe denen gesagt, dass ich woanders sehr viel mehr verdient hätte. Und dann waren sie auch sehr dankbar und meinten, hey, ist sehr cool und so, finden wir super. Und dann kam halt leider auch Corona ins Spiel, so deswegen konnte man nicht so viel zusammen machen in diesem Jahr leider. Aber damit ihr das mal gehört habt, Geld hat auf jeden Fall keine Rolle gespielt, sonst wäre ich letztes Jahr schon gegangen. Es ging mehr darum. Starke Geste. Darum, Freunde, jetzt erzähle ich die Einzelheiten. Wie gesagt, das ist kein Schuss oder so. Ich bin im guten Auseinandergang mit Hertha und denen, die mit mir halt gearbeitet haben, die waren auch teilweise wahrscheinlich die Hände gebunden. Wie schaffst du es, dass sich eine Frau auf dich einlässt, wenn du gerade auf eine Frau stehst, mit der es noch nicht richtig anläuft? In diesem kurzen Video sagen werde, unbedingt okay. Nutzen. Wenn du eine Frau getroffen hast, Digga, und sein Bart ist nicht mal sauber. Digga, er hat sein Bart nicht mal gesäubert. Digga, zieh dir doch mal erstmal eine vernünftige Linie, bevor du mir erklären willst, wie man eine Frau klärt. Kein Sinn. Weil sie nicht alles entscheiden. Aber es war dann so, dass halt, es war glaube ich März ungefähr und ich habe einen Jahresvertrag unterschrieben. Ich unterschreibe fast immer nur einen Jahresverträge. Empfehle ich übrigens jeden da draußen, der von sich selbst denkt, okay, du könntest noch mehr machen, nicht irgendwie 5 Jahresverträge unterschreiben, außer es ist ein super, super gutes Angebot. Weil wenn ihr jetzt, sagen wir, 4 Jahre unterschreibt und ihr entwickelt euch in der Zeit, dann seid ihr 4 Jahre an den Vertrag gebunden, aber das ist was anderes. Das machen manche E-Sportler da draußen. Sehr lost, nimmt mich als Manager. Auf jeden Fall habe ich ein Jahr Vertrag gehabt und habe dann gesagt, Männer, es ist bald soweit, wir müssen die Vertragsverhandlungen. Dann meinte Hertha, ja, hör mal zu, Eli. Wir sind noch nicht aufgestellt fürs nächste Jahr. Wir wissen noch nicht, wie viel wir Budget haben, wie die Strukturen sind, wie wir was machen und so. Das habe ich verstanden. Da meinte ich so, Jungs, okay, kann ich verstehen. Aber ich habe, um nicht arrogant zu wirken, ich hatte wirklich viele Interessenten und da kamen nicht wirklich konkrete Angebote zu dem Zeitpunkt, aber viele haben geflirtet. Und damit ihr merkt, auf was für einer, in welcher Liga wir spielen, da gab es, Freunde, ausländische Orgas, also jeder, der sich mit Israel PSG, Paris auseinandersetzt, der weiß auch, welche ich meine. Die Paris. Die mit F, ja, die beiden mit F. Fnatic? Fnatic ist, glaube ich, Text drinne gewesen. Der ist auch, by the way, beim selben Management wie ich. F, was noch? Fenerbahce. Face? Ey, Face wäre ja zu krank, aber macht ja gar keinen Sinn, wenn er deutsch ist, oder? Macht ja gar keinen Sinn. Face, haben die auch FIFA? Face. Face Elias. F zum Beispiel waren interessiert, hatten auch mich schon versucht zu kontaktieren. Fokus, sowas klar? Kam dann halt rein. Er ist und aber nicht international, er meinte international. Vielleicht Face. Jungs, ganz ehrlich, wie sieht's aus? Also was geht ab? Also nicht Deutsche, sondern ihr wisst, welche ich meine. Perfekt. Die Ausländischen, die Englischen, die ganz, ganz Großen. Face. Er meint Face. Bro, okay, das ist krass. Das gecheckt. Und auch viele Vereine einfach aus der Bundesliga hatten schon so geflirtet mäßig, aber keine Angebote. Und da meinte ich zu Hertha, Jungs, ich
will euch nicht ans Bein pinkeln, aber ich muss wissen, was abgeht. Ihr müsst mir sagen, wie ihr plant oder sowas. Und das konnten sie mir leider nicht sagen. Und dann habe ich halt erstmal noch ein bisschen gewartet gehabt bis April. Und dann kamen auch schon so die ersten wirklich ernsten Angebote rein. Und ich habe aber, um das vorneweg zu sagen, ich würde niemals für einen anderen Verein spielen, da sehe ich mich einfach nicht drin. Gab auch Vereine, die sehr interessiert waren, aber auch wenn die mir so viel Kohle geben würden, ich würde nicht für einen anderen Verein spielen, vielleicht in 5 Jahren. Jetzt werde ich richtig rasiert, in 5 Jahren gehe ich zu irgendeinem Bundesligisten und dann sieht es aus, der ist über den Gag gegangen. Aber stand jetzt kann ich safe nicht für einen anderen Verein spielen, ich kann mich gar nicht damit identifizieren, auch wenn ich viel mehr Geld verdient hätte. Und das habe ich Hertha aber auch gesagt, ich würde niemals zu einem anderen Verein gehen und da sehe ich mich momentan. Da gibt es nur Orga-Chat, das ist dann kein Verein, sowas wie Face ist ja kein Verein. Oder Focus Clan ist kein Verein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist dann so eine Organisation mäßig. Auch auf jeden Fall drin. Keine Ahnung, was später ist, aber momentan ist es halt so. Auf jeden Fall haben sie mir dann gesagt, dass sie mir frühestens in 2 Monaten oder so war das, in 2-3 Monaten sagen können, mir ein Angebot machen können. Da meinte ich, Jungs, ich sag's euch im Guten, letztes Jahr bin ich euch so entgegengekommen, ich will da ein bisschen Wertschätzung. Wenn du jemanden fragst, gewinnt jetzt die nächsten 3 Auswärtsspiele deinen Verein oder ihr holt die deutsche Meisterschaft in der virtuellen Bundesliga, dann sagt dir jeder Bundesligist, was auch richtig wichtig und richtig ist, bevor ich hier rasiert werde. Natürlich nehmen wir im realen Fußball die 3 Punkte mit. Und ich glaube, ihr versteht jetzt, was ich euch sagen will. Man war nicht interessiert genug, worum es ging. Was auch vernünftig ist. Ich weiß, was er meint. Die haben nicht so alles dafür gemacht oder sich Mühe gegeben, den zu halten. So. Die haben drauf geschissen. So, ja, können wir dir jetzt nicht sagen, so. Frag in 2 Monaten nochmal. Unterstreichen. Wobei Hertha das noch extrem gut gemacht hat. Also die haben sich sehr... Oder er macht selber E-Sport. Ja, Digga, das wäre halt auch ein Eli-Move, ne? Selber einen E-Sports-Verein eröffnen. Ihre E-Sportler gekümmert und ihr um E-Sport. Er wird halt locker auch den ein oder anderen da reinbringen können, ne? Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt und dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann einfach auch so für mich gemerkt, bevor ich überhaupt das Angebot bekomme, also ich habe kein Angebot bekommen, um das mal so zu sagen, weil ich vorher dann schon gesagt habe, Jungs, das geht nicht und so, ich will das nicht weitermachen. Mir hat das gefehlt, ich würde gerne Sachen machen, die nicht umsetzbar sind bei einem Fußballverein. Und ja, das hat mich so immer ein bisschen gestört und es hat mich einfach auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen genervt. Und dafür konnten Maurice und Dennis natürlich nichts, aber das ändert nichts an der Situation, dass ich mich da ein bisschen nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Ich habe da 3 Jahre lang mir den Arsch aufgerissen und habe dann leider auch kein Angebot bekommen und ich habe dann Hertha gesagt, Jungs, ich gebe euch 1 Monat, bis dahin muss ich irgendwas wissen, wie ihr mit mir plant, was ihr auch, Freunde, ich kann euch jetzt hier erzählen, es ging um Geld, was geht ab so mäßig, finanziell. Also mit dem Hintergrundwissen, dass ich letztes Jahr extrem auf Geld verzichtet habe. Und da dachte ich, dass da was kommt oder dass sie eventuell irgendwie sagen, ey, ganz ehrlich, wir müssen den irgendwie versuchen zu halten. Da müssen wir jetzt eine Ausnahme machen und versuchen irgendwie denen entgegenzukommen. Sowas wie, wir machen alles, damit du dich wohlfühlst und so, aber es geht gerade nicht. So wurde es nicht formuliert. Es wurde eher so formuliert und das hat mich auch sehr verletzt, muss ich sagen. Wir machen kein Wettbieten mit. Das waren leider die Worte von denen und das hat mich dann schon ein bisschen getroffen, sage ich euch ganz ehrlich. Dieses, wir machen kein Wettbieten mit, von wegen... Du musst warten, 2-3 Monate, wir machen kein Wettbieten mit. Und das hat mich da ein bisschen gestört, weil um euch das ein bisschen zu erklären. Also entweder du wartest und nimmst an oder nimmst keinen. So, weil dann ist es zu spät, andere Angebote anzunehmen. Und dann bist du nicht zufrieden mit dem Angebot von Hertha und dann kannst du entweder nur sagen ja oder nein. Das meint die mit, wir machen kein Wettbieten mit. Ich hätte auch nein gesagt, dann lutscht. Ich muss auf meine Wortwahl ein bisschen... Lehren, das ist so, als wenn vielleicht jemand gute Leistung bei einem Fußballverein gemacht hat, okay, um es mit einem richtigen Fußball zu vergleichen, was du nicht machen kannst, aber damit es da draußen alle verstehen, wie ich mich fühle. Ihr habt eine extrem gute Saison gespielt und wart ein wichtiger Faktor im Team und dann machen logischerweise andere Vereine, werden dann aufmerksam auf einen und, keine Ahnung, sagen wir, der hat 20 Saisontore geschossen und dann kommt irgendein sehr guter Verein oder Real Madrid macht den dann gefühlt ein Angebot und sagt, wie sieht's aus? Und dann sagt Hertha zu dem Spieler, weißt du was? Wir machen da kein Wettbieten mit. Musst halt warten. Natürlich ist der Spieler dann ein wenig enttäuscht und sagt dann, okay, habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Und das war so einer der Gründe, auf jeden Fall, dass ich mich dann entschieden habe, auch nicht zu verlängern. Und das war einer der Gründe. Und der andere Grund war, wie gesagt, ich wollte Sachen umsetzen, die man nicht in einem Fußballverein machen kann. Das waren so die Gründe. Und jetzt sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wie es weitergeht, Freunde, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Zum Thema Geld nochmal. Für diejenigen,
diejenigen, die jetzt denken, oh, du bist dahin da gegangen wegen Kohle. Nein, ihr werdet es verstehen, wenn ich es veröffentliche. Ich habe auch Geld investiert. Jetzt werden viele denken, ah, okay, ich weiß, was du machst. Aber glaub mir, es hat niemand so richtig auf dem Schirm, dass das so zustande kommt. Hey, macht ihr jetzt einen E-Sports-Verein oder nicht? Verstehe ich nicht, Diggi. Was hast du für Komponenten im PC? Vielleicht kann ich dir was dazu sagen. Das machen schon meine Kollegen, Bro. Ich habe keine Ahnung über PC und so. Ich weiß nur, dass der PC präsent ist. Kommt, hätte ich selber nicht mal gedacht. Aber es hat funktioniert und ich bin sehr, sehr stolz. Das wird, würde ich sagen, eins der größten Projekte auf jeden Fall neben Elevate und neben der dritten Firmengründung. Fußballverein, oder? Fußballvereingründung. Er macht safe E-Sports Orga. Das ist ein... Vielleicht das direkt mit Fußballverein. Ich schau da mal bitte mit CPU. Ja, Bro, am Ende, du machst meinen PC, du bringst ihn zum Abstürzen, wenn ich hier irgendwelche chinesischen Codes eingebe. Gründung abseits vom E-Sport, Chapet Elevate. Dann habe ich jetzt demnächst noch eine Firma gegründet. Und das dritte Ding ist dieses E-Sport-Ding, was ich euch dann später sage. Ne, diese drei Sachen werden die Hauptsachen sein. Und es ist, das wird ein riesiger Schritt in mein Leben. Ich bin auch froh, dass es dazu zustande gekommen ist. Und ich habe so krass Bock darauf. Und ihr werdet verstehen, warum ich das gemacht habe. Ende, wann ist es denn? Ende oder Mitte September kann ich euch sagen, was los ist. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich gegangen bin. Nachdem ich sozusagen die ganz dicken Angebote bekommen habe, kam auch so langsam, so musste ich halt überlegen, was ich mache, und dann bin ich mit ein paar Leuten in Kontakt gekommen, und das ist das, was ich dazu sagen kann, und das war der Hauptgrund, weil ich das auch unbedingt machen wollte, und dort habe ich Geld investiert, ja. Also ich bekomme, ich muss, ja, perfekt, okay, alles gut. In 3 Wochen kann ich euch sagen, was... Warte, ich stehe jetzt so auf dem Schlauch deswegen, also ich habe gar keine Ahnung. Als hätte mich meine Mutter jetzt verlassen im Kirmes. Aber egal, mal gucken. Ungefähr da los ist. Und ja, mit Fußballer, aber. Um das nochmal zu sagen, wir sind in sehr, sehr guten auseinandergegangen, Hertha und ich. Ich bin sehr dankbar, ich weiß, dass Maurice und Dennis das Video sehen werden, deswegen nochmal zu euch. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr an mich geglaubt habt. Bubble. An mich geglaubt habt, und Maurice hat immer zu mir gesagt, ja, dass dieser Bubble-Edit, aus mir mal, wer ist dein Cutter? Wird. Der Mann hat immer an mich geglaubt. Ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar, und es wird immer noch ein super Verhältnis. Es ist nur kein Arbeitsverhältnis mehr. Geschäftlich gehen die Wege auseinander, aber so bin ich noch ganz genau gleich. Ich bin immer noch Hertha-Fan. Ich werde immer noch ins Stadion gehen. Ich werde immer weiterhin auch aggressive Tweets machen. Wenn die da jedes Mal auf dem Wochenende verkacken, dann werde ich auch schon wieder aggressiv, wenn ich darüber nachdenke, Digga. Und ich hoffe, dass ihr das alles versteht. Werdet ihr aber, denke ich auch. Ich glaube, ich habe das ganz gut erklärt hier. War vielleicht ein bisschen wild. Aber für die meisten da draußen denke ich, dass sie es verstanden haben. Und ich wünsche Hertha nur das Beste, auch im E-Sport. Werde das alles auch weiterhin dort mir angucken. Werde das auch weiterhin unterstützen. Ich bin nur nicht mehr Content Creator, auch kein E-Sportler. Das Arbeitsverhältnis mit Hertha und mir beendet, ist beendet. Und ja, das waren die Gründe. Ich denke, es wird ein bisschen ungewohnt sein, weil ich seit Tag 1 Hertha war und jetzt halt nicht mehr. Wird für die meisten ein bisschen ungewohnt sein. Aber ja, Freunde, ich denke, ihr habt es verstanden. Wollte ich mal hier nur so einen kleinen Einblick geben, damit ihr seht, wie ich mich fühle. Und ich denke aber, es wurde auf jeden Fall verstanden. Das war's, Freunde. Perfekt, da ist jemand, hat gerade einen Johannes, danke für den Sub. Johannes, danke für den Sub, großer. Guck mal hier. Guter Mann. Und das sind die Leute. Ich bin jetzt auch schon mal wieder offline mit gesubbt, Digga. Richtig korrekt. Die reinsubben, ohne dass ich gerade streame. Ehrenmann. Warte mal, streame? Digga. Wer... Hätte ich das on stream gesagt, alles gut, ey, alles. Okay, Chat. Perfekt. Das war's von mir. Lasst ein Like auf das Video da. Wurde wahrscheinlich ein bisschen emotional. Und Hertha und ich sind immer noch so sehr gut. Und ich freue mich, in 3 Wochen euch sagen zu können, was ich mache, wie ich es mache. Boah, und das wird sehr geil. Kurz vor FIFA 22, ne? So gut einfach nur. So gut geplaced einfach dieses Datum. Da freue ich mich extrem drauf. Kurz geht raus, Freunde. Hey, Freunde. Ja, nee, nochmal gucken wir das Video nicht. Aber gutes Video, Digga. Richtig gut von ihm erklärt. Und ich hätte bei sowas unnormal Angst, dass man... Er hat die richtigen Worte gefunden. Voll gut. Ich dachte, er kann nicht sprechen. Er kann besser sprechen als ich. Er kann so besser Sachen, also so, bei mir fehlen voll oft die Worte. Er hat voll viele Worte gefunden, die ich in dem Moment nicht gefunden hätte. Props.